Willkommen heute wieder zu einer Runde Survival Games auf dem GommaHD.net Server am Start. Heute wieder auf Tropical Island am Stizzle-Dizzle. Wir geben wieder unser Bestes. Ich versuche mal in der Mitte wieder irgendwas an Stuff zu bekommen. Ah, eine Harnisch. Zwar keine Waffe, aber eine Harnisch. So. Erstes, was ihr vielleicht seht, ich habe erstens meine Position und mein Mikrofon Platz gewechselt. Weiteres ist, denke ich mal, wichtiger. Ne, alles ist wichtiger. Ich brauche aber erstmal eine Waffe. Ich brauche eine Waffe, Leute. Wartet, wartet. Wartet, Leute, entspannt euch. Ich brauche eine Waffe. Eine Waffe, wie hier keine der Tier-2-Tier-1s ist, Alter. Unglaublich. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich finde gerade keine Waffe. Danke. Ja. Erstmal willkommen. Ich habe, wie gesagt, die Position meines Mikrofones ein bisschen gewechselt. Das hatte einen simplen und einfachen Grund, weil man meine Stimme so ein bisschen besser hört, weil ich direkt reinspreche. Von vorne. Dadurch hört man natürlich die Stimme besser, so wie es eigentlich das Mikrofon vorgesehen hat. Bei dem Mikrofonart sollte man vorne reinsprechen. Ich hatte es ja immer seitwärts. Weiß nicht, ob Leute sich daran erinnern. Das habe ich jetzt geändert und dadurch, dass der Mikrofonarm dann nicht mehr halb in der Fresse ist, sieht man mein schönes Gesicht natürlich auch ein bisschen besser. Mein Mund und so, soll man alles in Ruhe sehen. Und dadurch konnte ich auch tatsächlich meine Dings ändern, Cam-Position. So, ich kam nicht auf das Wort, was ich sagen wollte. Der Standort meiner Cam-Position hat sich geändert dadurch. Ey, ich will meinen Lapitz behalten. Oh, hier geht's ja rein. Shit. Ist voll das geheime Versteck, Mann. Oh, das wusste ich selber gar nicht, dass es das hier ist. Sogar ich entdecke Neues, ne? Oh, hier hätte man so schöne Tattoo platzieren können, aber da ist eine Endertruhe. Wenn ihr ab und zu Endertruhen findet, ne? Das ist eine lustige Geschichte. Die Map-Erbauer haben, während sie die Map gebaut haben, natürlich die Endertruhen platziert, um zu markieren, da kommt eine Tattoo hin. Ja, aber ratet mal, wer nicht alle gefunden hat, alle Endertruhen. Ich. Ja, deswegen gibt es immer noch Stellen, da sollte eigentlich eine Tattoo hin, da ist wahrscheinlich eine Endertruhe. Aber es gibt trotzdem genug geile Routen auf dem Server. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, das dazu. Soweit. Man sollte mich auch nicht, obwohl das Mikrofon vor mir ist, sollte man mich nicht im Kampf zu hart atmen hören oder so. Ebenfalls sollte man mich gut verstehen. Das sollte eigentlich alles eingestellt sein. Ich hoffe es zumindest. Sorry, Bro. Wow, der hat aber gute Hits verteilt. Also so ein bisschen Entfernung hatte er drauf. In die Richtung ist ein Gegner. Okay. Weiß ich schon mal, wo ich nicht lang gehe. Nein, Spaß. Aber ich habe echt keinen Bock, darüber zu schwimmen oder so. Ist mir immer zu blöd. Ja. Ich finde diese Position tatsächlich so besser. Man sieht immer noch eigentlich den Chat. Ich habe versucht, das so zu machen, dass man den eigentlich immer noch sieht. Obwohl ich mich so ein bisschen hier platziert habe. Ja, ich finde die Position hier besser. Okay. Ich hatte heute so wieder ein paar Hacker. Ich habe auch sogar ein paar reported davon, ein paar Videos gehabt. Da habe ich sie jetzt reported. Sogar Premiums waren dabei. Ne, wenn Premiums hacken, da freue ich mich immer ganz dolle. Weil ich dann immer diese Premium-Hacker... Das sind immer die Spieler, die halt Premium aufkommen haben, weil sie jeden Tag hier spielen. Aber heimlich so ein bisschen Hacks anhaben. Ne, und die manchmal raushängen lassen. Und das, solchen Moment, das kann man immer sehr schwer bei Premiums nachweisen. Aber solche Momente habe ich ein paar festgehalten. Da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich da ein paar jetzt dranbekommen werde. Ne? Auch an die Premiums hört auf zu hacken. Ne? Ich habe es auf Video. So, und das waren wirklich Hacker. Ich sage das nicht nur so. Das hat man da gesehen. Und da freue ich mich, die dran zu kriegen. Ne? Am Ende gucken sich das natürlich jetzt noch Admins und Mods an, die Videos. Ist ja logisch, ich bestimme das ja nicht. Aber wenn die auch sagen, ja klar, ist legit, dann tschüss. Ich sollte doch... Oh, warum gehe ich denn schon wieder mit so wenig Leben in den Kampf, Mann? Ich bin so ein Trottel. Ich sollte auf mein Leben achten, aber ich gucke nicht auf mein Leben.
ein bisschen doof. Ich bin echt ein bisschen trottelig in der Hinsicht, ne? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde gerne einen Turnaround machen. Da ist die Kiste zwischen. Geil, ne? Das Battle der unsichtbaren Barriere. Bams, hab ich ihn. Hab ich einfach die Barrieren benutzt, Digga, ne? Wenn das nicht Sneaky Tweaky war, das war doch mal ein richtig geiler Trick hier. Immer noch keine Waffe. Ja, das ist blöd. Auf jeden Fall, Dom hat viele Secrets gezeigt in seinen Videos. Ich persönlich finde es immer schade, Schokolade, wenn natürlich Leute die Secrets alle zeigen, die man so mühevoll gebaut hat. Aber er hat Gott sei Dank nicht alle gefunden. Das fand ich ganz gut. Ja, könnt ihr mal gerne sonst vorbeischauen bei ihm. Bam, 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 bam. Wo ist denn das? Lieber Kompass, führst du mich? Ah, ob er da das Secret gefunden hat in dem Haus, bin ich gespannt. Ja. Hi. Da ist ein Goldapfel. Danke für den Goldapfel. So, ich könnte mein Inventar sortieren, habe ich aber keine Lust zu. Oh, Lachsnecken. Da ist Lachsnecken, Leute. Ja, das ist eine Sache, die wir auch versteckt haben. Uiuiui. Ach, Leute, ich habe meinen Spaß gehabt bei der Map. Und die nächste Map, die kommt, die wird nicht so extrem mit Wasser sein, das kann ich euch versprechen. Die wird nicht so extrem mit Wasser sein. So. Aber ich glaube, hier auch schon ein paar Map-Fehler, die habe ich auch schon mit Snox gemeinsam gefixt, wo man sich ein bisschen verbuggen konnte. Da sind wir schon nach und nach bei. Sowas, wenn irgendwas ist, lernt man halt am besten oder kriegt man am besten halt mit, wenn dann hier laufender Betrieb ist natürlich. Deswegen hoffentlich sind da nicht Leute dann böse oder so. Aber ich frage mich, wie die Leute sonst die Map finden, abgesehen vom Wasser. Da gibt es ja immer Beschwerden. Ich finde das Wasser gar nicht so extrem schlimm, weil ich habe bisher immer alle Kämpfe gut am Land gehabt. Deswegen. Oh, der hat Feuerzeug in sich. Deswegen, ich finde das gar nicht so schlimm tatsächlich. Da. Der hat eine verzauberte Harnisch da hinten. Wollt ihr mich alle anzünden oder was? Der will unbedingt die Leute anzünden. Richtiger Anzündermensch. Seht ihr das? Ich wusste es. Ich bin nicht vorwärts gegangen, weil ich dachte, der wird mich anzünden wollen. Und das hat er auch. Nein. Nein. Oh mein Gott, Alter. Ich stand schon am Rand und hätte nicht gedacht, dass ich den noch packe. Ganz ehrlich. Ich stand schon am Rand und habe schon den Tod in meinen Augen gesehen. Ich habe schon gesehen, so das Leben, wie es an mir vorbeizieht, so. Das war echt schon so ein Moment in meinem Leben. Das war traurig, Mann. So, jetzt könnte man eigentlich noch eine kleine Runde SG ranhängen. Ist aber natürlich keiner offen. Aber wir können forcen, ne? Deswegen nehmen wir nochmal Murmeltier Games. Gehen mal irgendwo rein. Ich will jetzt nicht unbedingt eine volle Runde forcen, weil ich dann über alle denke, was ist passiert? Eben war da noch eine andere Map. Mein Leben hat doch gar keinen Sinn jetzt mehr. Und ja, deswegen force ich lieber eine Map, jetzt eine andere. Tada! Forcen wir mal die. Starten auch schon direkt, damit die ganzen Non-Premis mal ein bisschen hier gesaved werden und nicht immer gekickt. Und damit nochmal, gestern war ich übrigens bei Online Stars Live, war ich gestern, habe ich voll vergessen zu erzählen. Das war ganz cool, hatte meinen Spaß und ja, Leute, ne? Und ja, was ich schade fand, du hattest halt deine 2 Stunden Autogrammstunde und nach den 2 Stunden hieß es dann, tschüss. Aber da stehen noch 100, 200 Leute, die wollen noch was von mir. Ich habe erst 500 Autogramme gegeben, habe ich wirklich, in 2 Stunden, Alter. Und
dann, nein, du musst jetzt gehen, jetzt sind die nächsten YouTuber dran. Und dann musste ich halt gehen, ne? Das fand ich, das finde ich persönlich ultra scheiße, weil da stehen, wie gesagt, noch Menschen, die wollen alle was. Ich dann zu den Leuten, wer noch was will, kann gerne mitkommen. Dann stand ich da auch noch eine Stunde oder so in der Halle weiterhin und habe da weiter meine Autogramme, Fotos und Bla gegeben, weil ich das nicht eingesehen habe, da Leute einfach jetzt, ja, im Stich zu lassen, die da jetzt irgendwie ewig gestanden haben. Ah! Mit einer Keule. So, nehmen wir das mal mit. Es gibt übrigens ein Secret auf der Map. Wusstet ihr das? Wusstet ihr das? Kennt ihr das? Das kann man aber nur zeigen, wenn eine bestimmte Truhe nicht da ist. Ja, geh mal weg, Mann. Ich glaube, das Secret wird schon wahrscheinlich weg sein. Guck mal nach. Ach, die Truhe ist leider da. Schade, weil wenn da eine Truhe ist, dahinter ist ein Ofen. Ich glaube, da kommt man trotzdem ran. Jo. Haha! Da haben wir sie. Ne? Eine schöne Eisenharnisch. Ja, ja. Jetzt kennt jeder das Secret. Oh nein! Mr. Moore verrät besten Trick auf Momentary Games. What's up? Ich glaube, das ist auch der einzige Trick neben der Truhe, die da drin sein soll. Da soll eine Truhe unten sein, ja. Da drinne. Da soll eine Truhe. Kommt man aber. Der Block spawnt viel zu schnell. Da soll aber eine unter sein, so. Ich glaube, hätte man eine Spitzhacke oder so, dann könnte man das machen. Wenn ich mir eine Spitzhacke bauen könnte, würde ich es, glaube ich, testen. Bam, habt ihr das gesehen? Ease ausgetrickst, Mann. Dafür fehlen mir die Materialien, das jetzt zu zeigen. Ja, Junge, Junge. Jetzt renn doch nicht weg. Ohne Witz, ohne Witz. Da Blockhitting Action. Ich dachte, da kommt einer von hinten. Okay. Gut. Wir leben noch, hey. Blockhitting hat mir den Arsch gerettet, ja. Eigentlich bin ich so der Typ, der zeigt nicht gerne Secrets oder so, weil sich dann immer alle beschweren. Aber egal. Tut mir leid. Jetzt hast du alles verraten. Ja, sorry. Mann, ey. Doof, wenn man alles kennt, ne? Die kämpfen da ganz erotisch. Erotisch? Oh Gott. Ey, ich will... Ich glaube, ich gehe auf den hintersten, weil der vordere hat wenig Leben. Das heißt, der hintere hat natürlich fast full life. Na? Na? Okay. Er hat sich meinen Kill gesnackt, ich habe mich ihm gesnackt. Das ist Ausgleich quasi, ne? Jeder hat jetzt den anderen den Kill geklaut. Nice. Er mir meinen und ich dem, den ich... weißt du, was ich meine? Er hat ja den verfolgt. Das war jetzt so Kill-Cloudception, weißt du? Aber so auf einer ganz verwirrten Art und Weise. So. Ja, lauf genau rein, Alter. Ja, geht nicht mal abkühlen. Tut dir ganz gut. Na. Na. Schön, bleib im Wasser. Egal, egal. Ich mach mal was anderes. Wenn ich das schaffe, bitte, bitte, bitte lass mich das schaffen. Werfe. Okay. Ist besser. Ist in meinen Augen besser. Als jetzt den Typen da noch irgendwie notbedürftig mit einem scheiß Bogen zu spammen. Ah, ich spam jetzt auch. Er hat mich auch mit dem Bogen getroffen. Ah! Mit einer Keule. Wo ist der andere? Es gibt doch noch einer. Oh, ich habe ein paar FPS-Probleme. Ohne Witz. Ich bin echt ein bisschen scheiße gerade. Aber auf die Entfernung ist das auch ein Mock. Der hat. Auf die Entfernung ist das scheiße. Warum probiert er das überhaupt? Okay.
Wo ist der andere jetzt? Da kommt er. Ja, kriegen wir. Das war 2 Runden Survival Games. Ich hoffe, euch haben sie gefallen. Wenn ja, schreibt gerne in die Kommentare da lassen oder eine Bewertung oder so. Würde mich auf jeden Fall freuen, Mann. Vielen Dank fürs schöne Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis zur nächsten Folge, Mann. Oh!